Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, dieses Mal wieder mit einer neuen Videoreihe und zwar geht es dieses Mal um Angular.js. Dieses Video hier ist eine kleine Einführung, damit ihr ungefähr wisst, was Angular.js ist und auch wo ihr das bekommt. Also fangen wir gleich mal an und reden nicht lange drum herum. Angular.js ist ein Framework für JavaScript. Framework ist einfach etwas, sozusagen, was uns erlaubt, mit wenig Code viel zu erreichen. Also wir müssen wenig hinschreiben, um eine ziemlich große Wirkung zu erzielen, die allerdings manchmal weiter reicht, als man das eventuell haben will oder erwartet. Und um genau diese Sachen geht es in diesem Kurs hier. Ich werde hier in dem Kurs wirklich auf so gut wie alles eingehen, was ich so weiß und was es so gibt. Sollte ich was vergessen, kann ich das natürlich auch gerne nachrüsten. Auf jeden Fall ist Angular.js eben ein JavaScript-Framework für Web-Anwendungen. Das bedeutet, man kann sich eine Webseite bauen, die so funktioniert wie eine Anwendung halt. Also man kann da Sachen eingeben, man kann Knöpfe drauf tun und so weiter. Aber Angular.js ist halt quasi dafür da, uns so ein bisschen das Management zu erleichtern. Also wir können da leichter sagen, okay, wenn wir irgendwas machen, dann soll irgendwas passieren. Das geht ja in normalen JavaScript auch, aber mit vielen Umwegen. Und in Angular.js geht das eben deutlich einfacher und auch deutlich übersichtlicher und lesbarer, wenn man das denn einmal kennt. Denn der Aufwand, den man betreiben muss, um mit Angular.js was zu schreiben, ist deutlich kleiner als der, den man betreiben muss, um ohne Angular.js was in die Richtung zu schreiben. Aber gut, das war's dann mit diesem Einführungsgerede. Im nächsten Video geht es dann nochmal ein bisschen weiter um Angular.js an sich. Aber hier geht es dann jetzt erstmal darum, wie bekommt ihr Angular.js? Das macht ihr, indem ihr hier auf euren Webbrowser geht und dann auf angularjs.org und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Ich werde hier Angular.js 1 benutzen, nicht Angular 2. Das kommt vielleicht auch später, aber erstmal hier Angular.js 1. Also dieses Tutorial arbeitet nicht mit Angular 2, sondern mit Angular.js 1. Dann klicke ich hier drauf und dann hier Download Angular.js. Und wir arbeiten hier mit eben dieser Skriptdatei. Das Ganze habe ich mir hier schon einmal kopiert. Und das ist dann eben das Skript, was ihr in eure Seite einbinden müsst, um eben Angular.js zu benutzen. Wie man an diesen Worten hier schon gemerkt hat, dieses Tutorial richtet sich nicht an absolute Neulinge in der Webseitenentwicklung. Also es sollten schon Kenntnisse in HTML und in JavaScript da sein, CSS nicht unbedingt, aber vielleicht auch minimal, wenn ihr irgendwas Schönes bei rauskriegen wollt. Auf jeden Fall ist das hier nicht für die Kompletteinsteiger, aber wenn ihr sowas wie in HTML eben Tags und Attribute kennt, dann seid ihr auf der Schiene schon mal auf der sicheren Seite und wenn ihr in JavaScript dann noch Funktionen kennt und wisst, dass man Funktionen auch als Werte behandeln kann. Und wenn ihr dann noch sowas Sachen wie Variablen kennt, dann solltet ihr auch da auf der sicheren Seite sein, beziehungsweise diesen Kurs hier nachvollziehen können. Gut, dann würde ich sagen, war es das soweit mit diesem ersten Video. Vorschläge, was noch in diesen Kurs hineinkommen sollte, gerne in die Kommentare, falls euch was einfällt. Und dann bis zum ersten richtigen Video.